Seekrauts. Hallo Seekrauts-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und heute haben wir eher Tainment für euch, nämlich Container-Opening. Seraxo hat beim letzten Mal im Livestream oder bei einem der letzten Livestreams uns gesagt, ey, wäre geil, wenn ihr mal meine Container aufmachen würdet. Ich habe jetzt mitbekommen, dass da einige Super, also mindestens ein Supercontainer dabei ist. Und ich habe mir Seraxo auch in Teamspeak geholt und er ist jetzt mit live dabei, wo wir seine Container aufmachen. Bitte. Moin Moin, freut mich, dass du meine Container aufmachst. Ja, sehr geil. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Bötchen schon angekommen. Das erste, was du hier siehst, also wir sind über TeamViewer im Hintergrund noch miteinander verbunden, deswegen kann er direkt sehen, was wir hier im Video tun. Und ja, wir fangen direkt an. Würfelcontainer Nummer 50. Let's go. So, wir haben hier ein Abzeichen für dich für die Sammlung. HMS Deering und 750 Free XP. So, dann als nächstes, sammelst du die Sammlung noch? Ja. Sehr gut. Nächster Würfelcontainer. Duplikat und nochmal 750 Free XP. Oh, sehr schön. Und ein Twitch-Container. Ratz. Ja. Begrenzungsteam 2, dann hast du Papa Papa und 100.000 Credits. Und wieder ein Würfelcontainer. Aber du hast ja gesagt, ist alles schön durcheinander. Hier 900 Richtig. Kohle, geil. Ein Kirchen-Event, Evakuierung, da ist auch wieder das nächste Ding für die Sammlung. Und ein britischer Royal Navy Container ist der nächste. Haben wir wieder ein Duplikat, eine Hydra und einen Union Jack. Let's fetz und weiter geht's. Und wieder ein Duplikat bei rausgekommen, die HMS Jutland. Und dann haben wir die November Foxtrot Flaggen, 4 Stück, mit dieser reduzierten Nachladezeit für Verbrauchsmaterial. Next one ist Juliet Whiskey Una One, einmal 4 Stück. Oder die, hier die Container, die drehen hier richtig durch. Jetzt haben wir 100.000 Credits und nochmal ein bisschen Motorboost und Sierra Mike. 10 Stück. Lagen kann man nie genug haben. Genau, Signale kann man nie genug haben. Das ist bei mir auch so. Und wieder Twitch-Container. Mann, hast du viel Twitch geguckt. 100.000 Credits, Reparaturmannschaft und Juliet Whiskey Una One. Jetzt kommt der 40. Container, beziehungsweise der 41. weil man hat ja noch 40. Und dasselbe nochmal in Blau, könnte man sagen. Oder in Violett. Next one. Wieder Royal Navy. Coole Sache. Flugabwehrgeschütz für die Sammlung. Und dann haben wir Union Jack und Skylla. Und ein Würfelcontainer. Na, was wurde denn da ein feines gewürfelt? 750 Free XP. Ah, sehr schön. Ja, Free XP kann man immer gut gebrauchen, gerade wo jetzt dann demnächst die Schiffe rausgehen. Und jetzt kommt das erste Weihnachtsgeschenk. Lackierung. Oh. 4 Stück Luftschlange. Neujahrsluftschlange heißt das. Okay, nächster Container und ich mach dich nebenbei mal einen Ticken leiser. Ich glaube, du steuerst ein ganz kleines bisschen, hast du nicht ganz optimal eingestellt. Und da gibt's noch ein Geschenk, nochmal Luftschlange, 4 Stück. So, ich hab dich jetzt einen dicken von der Dezibelzahl runtergestellt. So, und Neujahrsluftschlange ist da nochmal drin gewesen. Next one is 50 Würfelcontainer, genau, ein Würfelcontainer. Dann wieder was für die Sammlung und du hast hier India X-Ray, Brand wird größer, also Brandflaggen. Auch immer sehr, sehr wichtig, gerade dann, wenn man so sau fährt und so eine Sache. Und hier haben wir dann Sierra Mike und das Flugabwehrgeschütz. Pom, pom. 33, pom, pom, pom. Jetzt Ressourcencontainer. Was hast du da rausgezogen? 400. Dann haben wir Free XP 500. Dann haben wir Equal Speed Charlie London. Ja, genau. Super. Bin gespannt, was in den Supercontainer gleich drin ist. Wie viel waren das jetzt noch? Ein oder zwei, ne? Müssten, glaube ich, 2 gewesen sein. Ja, sehr geil. Gut. Sammlungsgegenstand und Papa Papa. Da kommt wieder ein britischer Royal Navy Container. Nochmal Duplikat. Nochmal HMS Jutland. Garde ist ja nicht so schlimm, ne? Kann ich wieder auffüllen. Ja. Und Ressourcen wieder. Doppelt Free XP, jeweils 500 und dann haben wir nochmal 400 Kohle. Und dann gibt es die HMS Deering nochmal als Duplikat. Also Duplikat, da hast du einige schon genommen jetzt.
Aber möglicherweise kannst du trotzdem die Sammlung damit vervollständigen, ne? Ah, hoffen wir's. Und wieder ein Duplikat für die Valkyrie. Und wieder Union Jack und Wavern. Oha, jetzt sind ja einige Briten-Container hintereinander gezogen, ne? Dann haben wir hier Leviathan, Union Jack und nochmal ein Foto, aber kein Duplikat, also ein neuer Gegenstand für die Sammlung. Jetzt kommt der erste Supercontainer. Komm! Chaka! 15.000 Kohle in dem Supercontainer. Ja, geil. Ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Das nächste wird ein Schiff. Das hoffen wir mal. Und dann haben wir den britischen Container. Und Black Friday Container Standard. Zweimal Typ 59 Lackierung, das sind die mit den 200% EP je Gefecht. Kann man gut mitnehmen, kann man gut gebrauchen zum Skillen, wenn man mal durchleveln muss irgendwo. Nächster Black Friday Container. Yes, Premium Spielzeit, 24 Stunden. Sehr schön. Und wieder ein Würfelcontainer. 900 Kohle waren da drin. Aber 50.000 Kohle bin ich schon ein bisschen neidisch drauf. Ressourcencontainer. 400 Kohle, ein bisschen was an Signalen, Equi Speed Charlie London, Papa Papa und nochmal Duplikat für die Sammlung. Und dann haben wir Verbrauchsmaterialcontainer. Premium Transbegrenzung und Reparaturmannschaft. Dann kannst du hier Signale, hast du wieder Signale gezogen und was für die Sammlung natürlich. Wieder ein schönes Duplikat, hatten wir ja noch nicht. Und jetzt gibt es Signalflaggen. Hier 4. Victor Lima, also auch mit Brand und Zulu Hotel, 400 Kohle und dann hast du hier wieder ein Geschütz für die Sammlung, Mehrzwecklafette. Und dann gibt es wieder einen Ressourcencontainer, wir haben noch 19 zu öffnen. Bin gespannt, was noch kommt. Oh. Zulu Hotel, 400 Kohle und ein Duplikat. Und jetzt geht's weiter mit britischen Containern. Also ich denke mal, deine Sammlung haben wir gleich voll. So, das haben wir. Ich hatte das gar nicht in Erinnerung, dass ich so viel britische Container gezogen habe. Ja, wahrscheinlich hast du gar nicht so richtig mitbekommen, ne? Du hast einfach nur auf die Zahl geguckt, alles klar, wir sind bei 50. Andi Bescheid sagen. Richtig, richtig. 3 XP, 750 waren dabei und wieder noch einen Sammlungsgegenstand. Und dann 750 Free XP nochmal. Richtig noch. Heute mit dem Free XP. Ja, also Free XP sammelst du ja gerade richtig ab. So. Dann haben wir Drache, Union Jack und wieder einen Duplikat. Und Würfelcontainer. Wieder Kohle und wieder zwei Duplikate. Wow. Also, wobei das Ding ist hier ein Symbol hier, diese Aufnähergeschichte. Ja. Und dann haben wir hier Jutland wieder. Jutland hatte dir echt angetan. Das ist dein Schiff wahrscheinlich. Aber das vierte Symbol von der Jutland jetzt wirklich. Und wieder Kohle und wieder ein Duplikat. Wieder 900 aus dem Würfelcontainer geholt. Also Kohle hast du jetzt richtig zugelegt. Ich denke mal so locker mal 20, 22.000 oder was. So, 4 XP 750 wieder. Und jetzt sind es noch 11 Container, die wir aufmachen müssen. Dürfen, können, wollen. Und Zulu Hotel, wieder Duplikat. Und dann haben wir so ein Aufnäher als Duplikat. Black Friday Container nochmal, Standard. Und wieder Lackierung. Und zwar Schattenschleicher, 4 Stück. Bin echt gespannt, ob wir dir hier noch was richtig Geiles rausziehen. Also zusätzlich zu den 15.000 Kohlen, meine ich. November Foxtrot und Mehrzwecklafette. Das ist auch ein Duplikat, das hatten wir vorhin schon. So, Würfelcontainer. Ja, da haben wir wieder was für die Sammlung und Zulu als Flagge. Jetzt müssen wir uns in Richtung Supercontainer bewegen. So, und dann Wavern und Union Jack und nochmal Duplikat. Und noch jede Menge Duplikate. November Foxtrot für Verbrauchsmaterial, Nachladezeit, die dann reduziert wird. Und dann kommt nochmal November Echo Set 7 für Flakschaden. Nochmal Duplikat für die Sammlung. Die hast du jetzt vollständig, behaupte ich jetzt einfach mal. Black Friday Container Standard. Komm, komm, komm. Dublonen, 250. Das ist geil. Für einen Gratis-Container, den man nicht bezahlt hat. 250 Dublonen ist doch eine ganz annehmbare Sache. Und dann haben wir hier wieder was für die Sammlung.
Dann haben wir Leviathan und haben Jutebeck drinnen. Und da kommt der Supercontainer, komm. Und Dublonen, 1000. Sehr schön. Geil. 1000 Dublonen und 15.000 Kohle. Das ist schon ziemlich cool. Und dann kommen noch mal die britischen Container. Die letzten beiden haben wir jetzt hier. Nochmal Duplikat, Union Jack Wavern. Und letzter Container. Nochmal ein Brite. Und dann gucken wir mal. Duplikat, Leviathan und Union Jack. Das waren 50 Container. Das geht ganz schön schnell. Man braucht ganz schön lange, um dir zu erfahren, aber das geht ganz schön schnell. Darf ich auf dein Profil gehen und die Sammlung vervollständigen? Sehr gut, dann gehen wir in die Sammlung rein. Und gucken mal. Gesammelt 15 Gegenstände hast du und du hast 23 Duplikate. Das heißt, wir machen deine Sammlung jetzt vollständig. Hier kommen die ganzen Gegenstände jetzt rein. Hier sind die Geschütze, Mehrzwecklafette, Pom-Pom. Das ist das Vickers-Flugabwehrgeschütz. Und dann haben wir hier noch 100, das Mark 9 Geschütz. Das ist jetzt alles gerade dazugekommen. Dann kommen wieder die ganzen schönen Fotos hier. Narvik-Schlacht, genau. Dünkirchen-Evakuierung. Und dann gibt es jetzt hier die Tarnanstriche, die jetzt hier alle reinkommen. Haben sie auch super cool gemacht, finde ich, dass sie die Tarnanstriche jetzt dazu haben. Und jetzt fehlt uns hier vorne noch die HMS Icarus. Wir haben 23 Duplikate und kaufen dafür das Duplikat. Und somit ist komplett die Valkyrie abgeschlossen, den Teil der Sammlung. Und damit natürlich auch komplett Royal Navy Zerstörer. Was kriegt ihr dafür, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt? Es gibt einmal eine Sonderlackierung Royal Navy für die Lightning und einmal gibt es eine Sonderlackierung für die Haida, für den Fall, dass ihr sie im Hafen habt. Die Tarnungswerte an sich sind die von Premium-Tarnung. Das heißt, ihr habt eigentlich gerade Premium-Tarnung geschenkt bekommen. Das sind, glaube ich, 1.000 oder 2.000 Dublonen, die ihr sonst für die Premium-Tarnung des jeweiligen Schiffes benutzen müsstet. Bei der Haida ist ja eine Premium-Tarnung dabei. Bei der Lightning müsste man die sich kaufen. Und deswegen sind es zumindest, ich glaube, 2.000 Dublonen, wenn ich mich nicht ganz täusche, die man da geschenkt bekommt. Gut, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, deine Container zu öffnen. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen Glück gebracht, dass du mit den 15.000 Kohle und den ganzen anderen Sachen, die da teilweise drin waren, ganz zufrieden bist. Was sagst du? Natürlich, also ich freue mich. Komme ich meinem 10er Premium-Schiff schon näher? Na, sehr schön. Solltet ihr da draußen mal Bock haben, dafür vielleicht für euch mal ein paar Container öffnen, wenn ihr das möchtet, ja? Dann schreibt mich gerne an, kommt zu uns auf dem Discord rauf. Da kann man mich immer ganz leicht erreichen. Und so haben wir es jetzt auch diesmal gemacht. Wir haben einfach schnell auf einem kurzen Dienstweg miteinander kommuniziert und haben einfach gesagt, ey, hast du gerade Zeit? Ja, ich habe Zeit, alles klar, dann lass uns mal schnell Containeröffnung machen. Und deswegen haben wir es gemacht. Ich denke mal, es ist ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt nur thematisch 20 Container davon öffnet oder 30 Container davon oder meinetwegen auch 60, keine Ahnung. Ja, hier ist ein bisschen Abwechslung drin. Man hatte wirklich jetzt, man hatte Super Container, man hatte Black Friday Container, Royal Navy Container, wir hatten Würfel Container, Flaggen, Ressourcen Container, alles dabei gewesen. Ich glaube, das ist mal was anderes. Ja, und von daher, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Machen wir ja nicht ganz so häufig auf unserem Kanal. Darum, wenn ihr uns jetzt überflutet mit Nachfragen, Panik, könnt ihr meine Container öffnen und so weiter. Wir werden bei weitem nicht alle Videos auf unserem Kanal veröffentlichen können. Wir werden nur sporadisch das eine oder andere Mal ein Video veröffentlichen und teilweise dann halt die Sachen abwägen müssen. Wir sind ein Infotainment-Kanal, wir können nicht immer nur Container-Openings zeigen. Das ist ja so spektakulär, ist es dann auch nicht. Also, bitte kontaktiert mich gerne, wir müssen dann gucken, ja, ich versuche dann Platz im Programm zu finden für euch und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Seacrowds-Kanal und ja, dann bis zum nächsten Versuch, würde ich sagen, ne, das nächste Mal Container öffnen, da kannst du dann an mich denken, wenn du, oder an uns denken, wenn du die nächsten Container aufmachst bei dir. Gut, danke Saraxo und ja, wir sagen einfach mal Tschüss und sprechen gleich weiter, ne, also, yo, tschüss, bis dann, ciao, ciao. Sea Crowds.